Wenn Sie Bananen zu Hause haben, versuchen Sie dieses erstaunliche Rezept. Zuerst nehmen Sie 3 Bananen und schneiden die Enden ab. Und nutze die Gelegenheit, unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Rezepte verpasst. Als nächstes schälen Sie 2 davon und entfernen Sie die gesamte Haut, um sicherzustellen, dass es vollständig entfernt ist. Und schneide diese beiden Bananen in sehr dünne Scheiben, um es noch praktischer zu machen. Nun mit der 3. Banane vorsichtig in dünne Streifen schneiden. Und wenn du das getan hast, entferne alle Bananenschalen, es wird ein wichtiger Teil unseres Rezepts sein. Dann die Scheiben auf einen Teller legen. Mit einer Gabel zerdrücken, bis sie eine cremige, konsistente Paste bilden. In einer Schüssel 2 Eier hinzufügen und mit einem Schneebesen schlagen. Bis sich die Größe verdoppelt hat und glatt. Jetzt einfach die Bananenpaste, die wir gemacht haben. Und fügen Sie 40 g Haferflocken hinzu. Rühren, bis alles gut eingearbeitet ist und die cremige Textur hat. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren und hinterlassen Sie Ihre Kommentare. Nun in einer Pfanne ein wenig Olivenöl. Und die Bananenstreifen braten, sie leicht braun werden lassen. Und weißt du was? Vergiss nicht, dieses Video zu mögen und teile es mit mehr Menschen, die ein praktisches Rezept lieben. Sobald die Bananen gerade richtig sind, den Teig darüber gießen und mit einem Spatel gut verteilen, um den ganzen Raum zu füllen. Bei schwacher Hitze 4 Minuten garen. Mit einem Teller wenden und die andere Seite weitere 2 Minuten kochen lassen. Nun aus der Pfanne nehmen, auf einem hübschen Teller servieren. Und mit Honig nach Geschmack beträufeln. Das war's. Ein schneller, einfacher und köstlicher Snack, der Ihre Geschmacksknospen begeistern wird. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu mögen und den Kanal zu abonnieren, damit du keine Rezepte wie diese verpasst. Bis zum nächsten Mal.